Also sehen tue ich dich immer. Hallo. Hallo. Ich fahre einfach mal zum Händler. Hallo Klaas. Moin. Und Klaas war ja auch moin. Klaas Player sehe ich gar nicht. Oh, hier stimmt irgendwas mit Lenkrad hier nicht. Alter, was ist das denn? Party Beats, hallo. Boah, aber hat er denn so einen scheiß Einschlagwinkel? Der was verstellt. Sven, hallo. Freak, hallöchen. Moin. Warum hatten die auch mal so eine Rückholfeder da drin? Alter. Ne, das ist nicht spielbar. IAC, hallo. Moin. Was soll man uns länger kommen? Deine Sonne, hallo. Rotan, hallöchen. Tim, hallo. Bam, 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 bam. Schönen Sonntag, hoffe ich, dass du so im Chat. Jupp, macht ein Resub im 20. Monat. Vielen Dank dir. Stirn an die Beere und Bananen. Danke, danke, danke dir. Was war hallo, Jupp. Hallo, Polo. Jetzt? Hallo, Germany. Tom Trecker, hallöchen. Patrick, hallo. GZ übrigens, Ego, zu 200.000 Aufrufe. Danke. Das war mega krass, ey. Diddledim. Ist nicht fahrbar so, geht nicht. Wasserflo, hallo. Ich weiß auch nicht, was der da gemacht hat. Ich kann nicht, ich muss runter von dem Server. Geht nicht anders. Keine Chance. Okay. Muss ich mal eben Pausebild reindrücken mit Snack. Sag vorher bei Kodak Sacke. Danke dir. Moin, tut mir leid, ich muss Pause einmachen. Rostocker Jung, hallöchen, jupp, hallo, Bauer Horst, hallo, Daniel, hallo. Oh, Tracker, 200.000? Wo? Also 200.000 Aufrufe auf Twitch hier. Holiday, hallöchen. Fabian, hallo. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte bewahren Sie Geduld und Ruhe. Es geht gleich weiter. Wow, Glückwunsch. Ja, war 200.000 ist schon eine Hausnummer. Greta Mike, hallöchen. War keine Wildbachtal, Groß von Rudi und Karl. Ach, Quatsch, was keine. Ja, jo. Groß zurück. Ne, wir wechseln jetzt aber so ein bisschen ab. Wir können die immer dieselbe Map spielen. Wenn im Dunkeln schlummerten Drohen, bringt ein Lächeln auf ein müdes Gesicht. Wer ist das mit dem Herzen voll Zauber? Jeder weiß, er heißt Butter. Das bin ich! Hallo Henning. So ein Müll. Rostocker Jung, hallöchen.
Ingo, Kabu, hallo. Moin, moin. Ich beeile mich, aber. Nico Fendt, hallo. The Big Boss, Nico, hallo. Wie geht es dir, Koffi? Ich bin ein bisschen müde, aber es ist immer am Sonntag. Weil der Ego hält mich immer so lange wach. Gar nicht. Aus dem Nichts kommt das gar nichts. Maru, hallo. Sandro, hallo. Ich hab noch Kaffee da, Coffee. Ja, ich hab auch noch Kaffee hier. Hallo Chronic, hallo Skillry, hallo Nico. Ach nee, Nico hatte ich schon. Aber trotzdem, hi Nico. Kevin, hallöchen. Habt ihr eigentlich schon von dem Ingo die versaute Instagram-Story gesehen? Also ich würde ja an eurer Stelle mal da hingucken und abonnieren. Und wie geht's euch denn so? Wir machen erstmal eine Kunde Real Talk und in der Zwischenzeit macht Ingo da Tüdelü. Aus, ich starte mal. Warum ist Ego da nackt? Ne, nur unten rum. Wusstet ihr schon, dass Toffifee eine neue Sorte rausbringen will? Die soll dann Coffeefee heißen. Mit extra viel Coffee. Wieso versaut? Auf dem Bild steht alles, was man braucht. Nasti, hallo. Ja, Sandro, wir müssen erstmal die technischen Sachen ankriegen, danach passiert das alles schon, was hier passieren soll. Hier, so und so. Wir dachten, wir streamen heute ohne Bild. Ja, genau. Seht ihr den schönen? Hast du den gesehen, den schönen Häcksler? Oh, Ingo, der Trecker ist aber mal schön. Ui. Nee, er versucht, sein Lenkrad wieder hinzukriegen. Ja, ich hatte ein System-Update gemacht, also von dem ganzen PC, alles hin und her. Das funktioniert auch wieder, aber scheinbar hat sich der Windows-Standard-Treiber da drüber gesetzt. Jetzt habe ich mal eben schon den Fnatic-Treiber da wieder rüber gedonnert. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles, so ich mir das vorstelle. Ah, das Map-Ende ist da. Moin, hallo L17-Gamer. Oh, jetzt wollte ich gerade testen, das geht nicht. Das sorry. Ich glaube, muss noch mal runter. Kein Problem. Auf und runter, das kenne ich ja bei dir. Wow. Ja, funktioniert wieder. Kevin, hallo. Moin. So, jetzt aber. Jetzt also, moin erstmal. Entschuldige diese kurze Unterbrechung. Mein Host. So. Das habe ich übrigens. Also. Huch, wupp, wupp. Warum kommt da? Ach, jetzt! Danke für den Reach-Up im 28. Monat, Alter Schwede. Vielen Dank dir. Kriegst du aufstehen dann wieder? Ja. Ich will, dass du Teller darfst, deswegen habe ich's doch. Wow. Ach, die Bockwurst. Gib mir die Bockwurst. Danke. Kein Problem. Racing Team, hallo. So, und Abfahrt.
Danke für Host. Boy, boy. Dann werden wir lieber gleich mal den großen Johnny, weil ich muss ein bisschen ziehen heute. Bombo, hallo. Aber jetzt konnte ich wenigstens mal. Moin. Jetzt konnte ich wenigstens mal eben hier die Gradzahl nochmal verändern. Habt ihr den kleinen Fan von FBM drauf? Nee, hab ich nicht drauf, aber angeguckt habe ich mir gestern noch. Aber ich weiß nicht, wo ich den hinstecken soll. Wir haben jetzt ja schon zu viele Dinger. Von den kleinen, ne? Deswegen. Jetzt noch einen kleinen, wo willst du den lassen? Das weiß ich nicht, Dennis, ob OBM schon aus. Also er ist zumindest im Discord. Discord. Ich wollte Discord sagen. Ego, lächel doch mal. Ich guck, irgendwas steht hier, stimmt hier nicht. Doch nicht. Ich bin doch, irgendwie ist doch was durcheinander. Aber geht wohl. Als wenn der Hacktracker abwandert oder so. Warum macht er nicht? Das ist ja cool. Ja, der ist nicht mehr so smoothy wie sonst. Nee, doch, das ist eingestellt, das ist wie immer. Nur das irgendwie ist da irgendwie, weiß ich auch nicht. Danny, hallo, Brennerfichte, hallo. Moin. Aber mach wo gehen, ne? Muss ich mal nach dem Streamer gucken. Geht wohl. Keine Ahnung. Michael. Das ist, als wenn ich so ein bisschen seitlich sitze, ne? So. Da ist doch irgendwann, ist er doch cool. Doch mal F11. Ah ja, schon, vielleicht muss ich die Antenne mal anders hinmachen hier. Nextbex, hallo. So, jetzt habe ich mich ein bisschen weiter rechts rübergesetzt und F11 gedrückt. Nee, jetzt sitze ich zu weit rechts, das ist doch scheiße. So, ich lasse das jetzt so. LS Real, hallo. Wir können das auch einfach mal 2 Stunden einstellen hier. Moin. Pumuckl, hallöchen. Hurra, hurra. Der Pumuckl ist wieder da. Hurra, hurra. Der Pumuckl ist da. Du willst immer so viel machen nach dem Stream, aber schaffst es dennoch nicht. Und ab und zu vergisst du sogar, wo du Sachen hinstellst. Nee. Nö, nix, 2 Stunden einstellen. Wir fahren einfach los. Hallo, Markus. Moin. Ich weiß gar nicht, wohin. Rechts rum. Aber da ist noch Wiese. Mann. Danke für den Host. Das ist eine Lebensaufgabe für Coffee. Wow. Hallo. Hey. Hallo. Raphael, hallo. Boy, boy. Was ist das da im Hintergrund für ein Grashäcksler? Ach so, ja. Mängel war es, glaube ich, ne? Haben wir auch schon mal benutzt. Können wir nächstes Mal nochmal für Gras machen benutzen. Hier gleich rechts rum. Links. Links. Tschüss. Da ist kein Weg, Ego. Das ist ein Weg. Ja, jetzt. Bam. Danke dir. Ingo hat wohl Maisfieber. Ja, heute machen wir Mais, oder? Face up. Danke dir, Follow. Oh, boy. Huch, Alter. Vorsicht. Oh mein, hallo. Boy. So, hier links und rechts. Aber das weg da haben. Weiterfahren können. Ja, aber ich wollte hier lang fahren. Ich lasse dich mal vorbei. Hm.
Zwergenkönig 08. Moin. Danke, Follow. So, äußerste Konzentration. Oh, warte mal. Wollen wir mal eben auf den Knopf drücken? Ich habe gestern vergessen, die Geschenke rauszugeben, ne? Soll ich das mal machen? Pass auf, ich spreche mal eben kurz den Chat. In wenigen Sekunden werden bis zu 104 Geschenke ausgeben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mit anfangen. Uni! Boy, boy, der abonniert im 20. Monat. Danke dir. Sterne an die Birne und Bananen für dich. Hundi, hallo. Macht er? Ja, aber du musst dranbleiben. Ja, und so da kann ja nicht dranbleiben. Nee, macht er. Doch, macht er. Also ich werde sehen. Wer schon geht, der scheiß Tempomat nicht. Kannst ja gleich neben mir fahren. Gewanze, hallo. Apfelsaft, hallo. Moin. Gibt es den Häcksler irgendwo oder ist das ein Testobjekt? Das Testobjekt. Selbst euer Bot hat ein Chess bekommen. Ja? Hm. Lol. Also ich habe zeitlang World of Tanks gespielt. Ich dachte, du fährst dann neben mir, da auf der anderen Seite. Ja, aber wie soll ich denn mit diesem Kahn hier umdrehen? Ich weiß auch nicht, ist nicht mein Problem. Ich sitze im Häcksler. Ego, lächel doch mal. Es geht nicht, wie ich konzentriert bin. Boah, da ist aber irgendwas ist da kacke. Entweder ist das vom Häcksler oder vom Anhänger aus. Ich glaube, das war der Anhänger, oder? Den habe ich runtergeschmissen. Alter, also, wir sind ja ausgebildet hier, um die Beta genau zu fahren. Sandro, da musst du mal hochscrollen. Gucken, ob der Name da auch so vorkam. Wobei denn? Geschenke. Bap, bap, bap. Ich glaube, ich habe auch noch eins. Den mache ich gleich nochmal auf und hau auch mal eins rein. Können wir zum Schluss nochmal raushauen. Ich höre euch und schon ist mein Tag gerettet. Ja, dann warte, ich fahr mal kurz einmal hier am Rand. Warte. Kannst du an mir vorbei zufällig? Genau, dann fahren wir hier erstmal außen ran. War wie Buchsbau platt, ist doch scheißegal. Hm. Willst du durch die Büsche? Nee, da fahr ich nachher. Scrap, hallöchen. Moin, das ist der Pumpen auch denn jetzt wieder. Geht doch. Guck mal, was hast du gesagt? Na, du musst entweder hochscrollen, dass du nachlesen kannst, ob der Name da vorne war.
Aber separat am Handy wird es nicht angezeigt, jetzt als extra wie beim Browser. Da wollt ihr mich verkohlen. Habt ihr jetzt in der kurzen Zeit, wo ich es angeschaut habe, da wieder 50 solche Dinger reingehauen? Ricky, Hallöchen und nee, dann, wenn sie fertig ist. Ja, kann nicht mehr lange dauern mit der Wildbachtal. Wir wechseln uns mit den Maps immer ab. Einen Tag spielen wir die hier, einen anderen Tag spielen wir Wildbachtal. So, wir werden immer das Gleiche haben, ne? Matze, hallo. Boy. Doch, okay. Ist wohl so. Hm? Moin, was ist das für ein neumodischer Krab-Geschenke? Hallo, Walker. Moin. Ja, da machen die ja für die Leute, die Prime haben, die kriegen ja immer so kostenlose Goodies. Und die können sie dann in den Twitch-Kanälen jetzt irgendwie so opfern, hätte ich was gesagt. Verschenken. Entschuldigung. Dann kann ich die sammeln und dann irgendwann einfach auf Knopf drücken und alle verteilen dann. Und so die denn kein Prime haben, haben dann vielleicht das Glück, die zu bekommen. Ob man die gebrauchen kann, ist ja was anderes. Moin, Autor. Hallo, Autor. Was machst du jetzt? Naja. Umdrehen? Ja, ich muss das wissen, sonst weiß ich nicht, wie ich fahren soll. Hallo. Nee, wir fahren nicht. Halt die Fresse, Ingo! Was? Wie geschlenkert hier. Froggy, hallo. Hey, Kröten-Typ, da? Da geht der Puls vom Traktor richtig runter. Der kann hier so rollen lassen. Das kann er sehen, jetzt fahre ich die ganzen Pinguine platt. Oh, ich bin voll. Oh, wir wechseln unseren Abzug. Ich habe gefragt, ob du das andere Feld hexen kannst. Ja. Josiana, Hallöchen, spielst du mit Lenkrad? Oi. Ja, ich spiele mit Lenkrad. Ich schütte da einfach rein. Huch, alter Schwede. Bam, 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 bam. Janis, danke dir für den Follow. Boy. Ingo, ich habe noch einen passenden Camper-Gebiss für den Häcksler auf der Platte. Soll ich dir mal vielleicht schicken? So passt ja nicht. Aber Akku gucken wir immer gerne. Aber ich glaube, der gehört dazu, ne? Da ist der Touch dafür gemacht und alles. Was hast du für einen Lenkrad? Das Fanatic. Oder eins davon. Ausrufezeichen PC, da steht es auch drin. So. Dennis, noch habe ich das nicht, aber ich hole mir das, wenn es rauskommt. Einfach. Ingo spielt doch mit runder Tastatur. Hauptsache kann man drehen. Wo kann man das Silo laden oder ist das ein Umbau? Das Silo, wo ich das eben reingekippt habe, das ist auf der Map drauf, original. Mod-Hub, kannst du die Map runterladen.
sieht nur anders aus. Wenn ihr die Texturen für die Map hier haben wollt, so wie wir die spielen, hier ins Discord bitte kommen, denn unter Mod-Empfehlung gucken und da hat der Truthahn euch das zur Verfügung gestellt. Müsst ihr nur runterladen, die Map entpacken, Ordner austauschen, wieder packen und fertig. Nee, Butterblümchen, aktuell ist es ja noch die Beta. Richtig raus, also du kannst zwar kaufen, oder richtig, kannst auch spielen, aber richtig, die Version kommt erst am 5. raus. Solange ist es eine Beta. Und ich habe zu viele, du kannst auch aktuell in der Beta nur das Tutorial spielen und danach nur ausschließlich online. Aber Ingo fährt schon so, als würde er mit Tastatur spielen. Warte, das sieht man doch wohl. Power, Power, hallo. Moin. Die läuft doch im Hintergrund. Skylar! Danke dir für den Follow. Ihr dürft ja nicht vergessen, also ich spiele mit Tastatur. Und der Ingo muss sich ja meinem Fahrstil anpassen. Eigentlich würde er ganz geschmeidig fahren, aber so muss er jetzt ein bisschen hin und her eiern. Man sieht ja auch hier in der Lenkbewegung, ob einer mit Tastatur spielt oder mit Lenkrad, ne? Das sieht ja aber so aus. War es ein Gentleman im 7. Ne? Ja. Manches kann man nicht lernen. Das muss im Blut sein. Der Panda steht in der Riesenbeck an der Bushaltestelle. Ist möglich. Kommt der Bambus wohl nicht. Ich höre das dich, was soll ich jetzt machen? Die Musik, meinst du? Ja, aber es soll ja auch nur leise für den Hintergrund sein. Ich will ja hier keine Musikshow machen. Sag doch, dass du rumfährst und diesmal nicht. Ich fahr rum. Red Coffee. Nur sieht deine Fahrweise deutlich besser aus, wie Egos Billigteil. Dem Froggy, fütter ihn. Kann ich nicht, wenn ich fahre. Was denn? Du kannst doch die andere Hand auf deiner Dings haben. Nö, ich rede nicht, da muss ich besprechen. Der glaubt mir, die Kröte fällt nicht vom Fleisch, ne? Willst du sagen, die Kröte ist fett? Ja, platsch. Ich hab gestern gesagt, das klingt so, wenn er hüpft, als wenn du einen nassen Feudel auf den Boden schmeißt. Flatsch. Das ist da. Marsch, marsch. Wer furzt da? Machen wir das Feld gegenüber denn, das häcksle ich dann eben. Das andere große machen wir ein anderes Mal. Das muss jetzt ja nicht sein. Fährst du rum oder machst du? Nee. Und jetzt rum. Löp 1, 99, scheiße, kriegen wir nicht mehr alles rein. Wo bist du denn? Ja, du bist voll. Voll.
Machen wir die Klappen gar nicht zu, ist hier direkt um die Ecke hier. Huch, halt, Nahbusch. Wow. Adut, hallöchen, Doggy Angel, hallo. Boy. Oh oh, Entschuldigung, da waren die Schienen schief. Der fährt aber auch. Ich kann es doch nicht ändern. Das ist alles so komisch eingestellt hier. Schon cool, wenn man die Wand als Rückwärtsbande nutzen kann, oder? Das ist wie beim Billard. Hast du das nie gespielt? Das hat was mit irgendwelchen spielerischen Tricks zu tun. Bims 28. Moin. Sag mir mal. Das ist schon lange her bei dir. Wow. Boah, mach dein Leid doch nicht zu meinen. Ich bin ja erst 22. Sollen wir fliegende Wechsel machen eben? So, wie war das? Überprüf erstmal das hier ordentlich gewesen zumachen, bevor man das verlassen kann. Fenster geschlossen, Schlüssel rausziehen, fertig. Ist das Kacke oder ist das Kacke? Wie mache ich hier GPS aus? Das ist ja nervig mit den Punkten. Ja, wir Steuerung C oder Alt C? T. Cäsar. Alt und T, wie Toro. Immer noch Cäsar. Nein, T. Drück, ich merke kein T. Dann ist nicht alles weg. Ich hab jetzt alles weg. Nur das reine Spiel. Was? Hast du Alt-F4 gedrückt? Nein. Alt-T. Oder T. Nur mit T. T und so. Alles gut. Egal. Eierkuchen. The King Heat. Entschuldigung. Wolltest du mich rammen? Nee. Wollen ja, aber können wir nein machen. Ich höre gar nichts von meinem Drescher, ich höre die ganze Zeit nur den John Deere hinter, ey. Muss wohl noch ein bisschen die Lautstärke geregelt werden. Apropos Tee, ich bin mal in Küche Doppelkirschtee organisieren. Weiß nicht, wie willst du fahren? Oh nein! Was bist du denn für ein Stängel? Müssen wir eigentlich außen rum erstmal einmal. Mir war so, als wenn hier kein Verkehr lang fährt. Scheiße. Ja, keiner hat was gesehen. Scheiße. Wir warten einfach, bis du hinten bist. Hättest du nicht Obst gesagt, hätte das keiner mitgekriegt. Ich hätte nichts gesagt.
Also ich muss auf jeden Fall der Sound auch machen, aber Texte hört man ja gar nicht. Da ist der John Deere hinter einem, da ist ja alles tot. Mach mal Licht an! Entschuldigung, tut mir leid. Oh Gott, mein armes Rohr! Boing! Kein Problem. Weil ich mich verdrückt habe. Du bist ja doch da, du hast dich gar nicht verdrückt. Roman! Der macht Resub in 8 Monaten. Dann ist der Brillenaffe weg. Stirn an die Birne! Opa Norden! Danke dir, vielen, vielen Dank. Der Yogi Boy. Hallo, Skillroy, hallo. Erdbeermarmelade, hallo. Moin. Der hat so eine komische Sitzposition hier, ne? Ich muss die ganze Zeit nach unten glotzen. Dann fahr doch das Ding nach oben. Das kommt, weil die Kabine so unübersichtlich ist. Ja, dann musst du nicht auf deinen Füßen sitzen. Ich mache jetzt Außenansicht. Das ist echt ein schönes Ding. Guck mal, wie mit Liebe er hier diese schönen Wellungen reingefahren hat, ne? Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Dass er nicht alles immer so gerade aussieht. Da muss man ja, ne? Hatten wir es nämlich schon mal, dass du eine Prozentanzeige hast, dass ich sehe, wie voll du bist? Ja, um 17. Ich dachte, das wäre hier auch schon mal gewesen. Ne, weiter, da kann ich nicht hin. So, bin gleich wieder da. Muss doch noch zur Arbeit fahren. Bis gleich. Der fahr ich nicht. Gib den Mod für. Boy, tschüss, Bockout. Tschüss, Bockout. Boy, Buddy. Ich dachte nur, wir hatten jemanden drauf. Morgen. Da haben wir sie wieder also über den Tresen gezogen. Radical, Hallöchen. Boy. Kann ja mal passieren. Denk dann, bis heute Nachmittag, Abend irgendwie läuft das Gewinnspiel noch hier, ne? Mit den 25 Euro Guthaben Amazon. Wer noch nicht daran teilgenommen hat. Danach starten wir dann auch ein neues. Spusedrache! Danke für den Follow. Moin. Benny Fischstäbchen, moin.
Hallo C. Auch dir danke. Good boy. Danke für den Follow. Hallo Marin. Hallo Coffee. Chat und ach ja. Bala Ingo malt ein wunderschönes Bild. Bala Ingo, er ist braun, aber nicht wild. Bala Ingo, danke, Ingo danke. Malt ein wunderschönes Bild. Wunderschönes Bild. Bist du mal einsam und traurig? Ja, kommt der Ingo zu dir und tröstet dich, das ist klar. Nick, also Nick, Nick Tim. Danke für dein Follow. Hexer kostet richtig Geld, ne? Weil sie bummelt, ja. Aha. Gut. Hallo! Das ist nicht, ich habe das nur vorgelesen. Hallo! Jetzt. Ja, nee, guck hier! Was hat ihr von der jetzt? Haut sie ab! Hallo, kommen Sie zurück! Junges Fräulein! Willst du weiter häckseln? Hallo? Hallo? Wo geht denn jetzt hin? Hier ist ein Schweinschlachten. Oh, wer würde von euch gerne gegessen werden? Das ist echt so leise. Das hörst du gar nicht. Mach mal den Tracker immer aus. Aber jetzt soll ich den ganz leise laufen. Ich mach mal an. Oh, ist der leise. Nee, um Gottes Willen. Nee, ist gut, kannst du anmachen. Keine Chance hier zu hören, das ist viel zu leise. Ja, wow, hallo. Wow, Coffee war eben bei Egos Verwandten. So eine komische Kröte, Alter. Nee, ja, nur den gibt's nicht zu gewinnen. Welchen, den Hexer? Ja. Nee, den anderen, aber den Mammut. Flummi, Florian, hallo. Moin. Zedek, hallo. Nee, kannst nicht lange drin sitzen, dann kriegst du ja einen Nackenstein. Wenn einer komisch ist, dann wohl du. Verstehe ich nicht. Oh, der ist hübsch, ne? Einen anständigen Zaun, noch ein, zwei unübersichtliche Sachen rausgeflext. Und ein bisschen Glitzer drauf und das ist schön. Da muss ich überall Glitzer rauf. Also ich sitze hier immer so die ganze Zeit, als wenn du so nach unten guckst, ne? Das ist so. Ich meine, ist ja auch richtig, aber. Ist ja wohl, der wird jetzt doch so blenden. Nein, warum? Auf der Scheibe doch nicht überall anders. Da, Glockentyp. Ist das Spiel noch nicht langweilig geworden? Immer ein Problem bei LS. Langweilig? Nee, das kommt aber auch. Danke für dein Foto erstmal, sehr ehrlich. Also uns kann das so nicht langweilig werden,
Was ja dazu mit zu tun hat, dass wir es kriegen wir durch viel Unterstützung immer neue Sachen. Und B, haben wir einfach nicht die Spielstunden. Wir spielen ja das Spiel LS, müsst ihr wissen, ja wirklich fast nur, wenn ich das auch streame. Das heißt, ohne Stream bin ich da ganz selten drin, weil wir dann einfach andere Sachen zocken oder machen. Deswegen komme ich außerhalb da gar nicht zu. Oder ich suche mal wieder irgendeinen Sound oder irgend sowas. Aber ansonsten, da ich ja auch voll arbeite, das ist wirklich nur, ne? Kommt nichts zusammen an Stunden. Deswegen kann man es jahrelang spielen, ohne dass es wirklich langweilig wird. Ne? Weil es gibt immer wieder neue Sachen. Manchmal komme ich hinter den Sachen gar nicht hinterher. Aber du hast ja immer wieder Lust halt, ne? Das ist es ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal so einfach nur für mich gespielt habe, das Spiel. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich hänge immer noch im 17er, schreibt Jaguar. Ah, okay. Ja, warum auch nicht? Im 17er bin ich letztens auch nochmal eingeloggt und nochmal so dieses Reifenluftdrucksystem, den Qualm und sowas alles halt, ne? Oder Strohbergung Add-on fand ich auch mega. Deswegen ist es ja kein schlechtes Spiel, ne? Auch die Maps, die wir da hatten, voll toll. Die Agri-OC zum Beispiel. Ja, irgendwann streamen wir den 17er mal auf Agri-OC nur für Kombi. Die war so toll. Hat da nicht einer Box zu konvertieren? Haha, mal eben. Macht nichts. Schnell geht. Ja, echt. Ne? Also reicht zum nächsten Sonntag. Wir wollen da nicht voll irgendwie. So, Ego, mach. Das heißt wieder, ich mache eine gute Linde. Ey, halt mich doch nicht fest! Ich bin das nicht! Na klar, du hältst hinten wieder fest! Bist du doof? Ich bin das wirklich nicht. Guck doch, wo ich stehe. Sag doch einfach nein! Ja. Nein, nein! Nur weil du da erstmal gegen dieses Ding fährst und das ist das, vom Auto weggehalten bist. Das Ding nennt sich Auto! Ich komm nicht, das ist doch jetzt mal irgendwie wieder doof. Ja, guck mal, da übernimmt man einmal von Coffee in Trecker und dann ist schon gleich so ein Scheiß. Ja. Ich stehe hier hinten rum und warte. Jetzt mache ich Jan, weißt du? Jetzt kommt's. Jetzt mache ich Jan. Echt Zentimeter vor, Zentimeter zurück. Mach doch den Verkehr aus. Manolo, hallo? Huf, was war das denn? Kann ich mir gar nicht erklären. So, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt weiß ich, warum Coffee eben so lange gebraucht hat. Ist ja ganz schön schwierig hier. Ich bin ja gar nicht lang gefahren beim Verkehr. Psst. Nein! Ich darf dich nicht von hier in der Pfanne hauen. Voll vor allem in die Pfanne hauen. Muss man sich mal bildlich vorstellen. Mal so eine kleine Fahrt mit Coffee in die Pfanne hauen. Yes, doch. Danke für den Follow. Bleibt der Ingo denn? Man, das dauert aber. Ja, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Das ist so ein schöner Haufen. Fahren muss gelernt sein und Ingo war nicht in der Schule anscheinend. Das ist doch scheißegal. Und ich darf trotzdem. Ja, der Ingo bummelt ja. Als ob Ego fahren kann. Das Gute ist, ich habe das ja nie behauptet. Ich mach's ja einfach nur. Scheiße, jetzt pass auf. Moin.
erst rasen und sich dann über seinen Haufen freuen. Gut, dass die Hühner keine Kollision haben. Ja, na jetzt haben wir ja eh Hühner. Ist doch scheißegal, die können sich doch duken, die verschwinden aus so einem Profil. Außer ich mag nicht zartes Hühnchenfleisch. Zum Glück haben wir alles im Griff. Ingo, könntest du mal nachfragen, ob es für das Gewicht, was du am Johnny hast, auch Freigaben geben würde? Würde es mega toll finden. Nee, ich glaube, dafür gibt es keine Freigaben. Das ist mega toll. Weil das ist konvertiert. Ich glaube nicht, dass das... Ich kann ja mal vorsichtig nachfragen. Da sieht jetzt so aus wie so ein Stück Torte. Du denkst immer nur ans Essen. Nee, das kann man so nicht sagen. Konvertieren habe ich in den letzten Tagen zu viel gemacht. Echt? Du hast den Mad, Aki und C für uns konvertiert? Toll! Wow! Danke, Tim. Obwohl, da wäre es wahrscheinlich wirklich einfacher, den 17er zu starten und... Ja. Koffi hat alles im Griff, du nicht. Der Grizzly grüßt dich übrigens. Hm? Der Grizzly grüßt dich übrigens. Grüße zurück. Wie fährst du denn? Moin. Ja, ich wollte jetzt da hinten lang. Hat er gesagt. Maler Ingo malt ein wunderschönes Bild. Maler Ingo, er ist braun, aber nicht wild. Maler Ingo. Ingo malt ein wunderschönes Bild. Könntest du mal aufhören, die Zuschauer zu vertreiben? Nein. Calimero ist traurig und weint so sehr. Kommt der Ingo an und kuschelt mit ihm, das freut ihn sehr. Blecki, hallo, Calimero. Guck mal, Kiki freut sich. Ja. Das kleine singende Mädchen. Sing ruhig weiter, Koffi. Ed Coffee TV, denn Nassus kennt mich wohl nicht, gar nicht mehr. Ich glaube auch, Grizzly. Ja, man weiß ja aber nicht, was das. Das sind ja ganz viele Grizzly, gibt's ja immer. Siehst du, kleiner Mike, freut dich auch, du kannst auch nur rum. Außerdem kann ich ja nichts dafür, ich lese ja nur vor. Und wenn Calimero das schreibt, dann kann ich auch nichts tun. Der schreibt auch viel, wenn der Glockenturm hoch ist. Die nette Stimme von Nassus ist wieder da. Danke. Ingo leidet schon ein altes Ding. Agrarservice, hallo. Moin, sei grüßt. Ja, Grizzly gibt es verschiedene. Es gibt ja einen, der da hier immer so mit rumtüdelt. Da gibt es so einen, der nicht so oft da ist. Da gibt es so einen, den kenne ich von ganz früher von Arma 3 und Co. Das ist der von Arma 3. Ah, wow, einer von der ganz alten gerade. Boy, boy. Gibt es die Döppelmann heute schon? Nett fragen. Was, die Döppelmann? Weißt du, die Doppelstädter oder wie jetzt? Oder wie? Radical Reception. Ich konnte dich vorhin nicht begrüßen, weil Ingo da geredet hat. Da wollte ich ihn nicht unterbrechen. Hallo. Moin.
So, haben wir das gleich. Wieder geradeaus weiter. Jetzt eine Kurve nehmen. Mit Kurve. Nicht einfach weiterfahren. Ja, Ingo, supi! Schnauze! Ja, geil gemacht. Wow! Ein elegantes Schleifchen gezogen. Das höre ich öfter. Jedes Mal, wenn ich mir die Schuhe zubinde. So, dann ab zum Händler damit. Du machst. Wie ich mache. Gott, ja, sehr toll, oder? Den Ballenauflöser da. Ja, können wir gleich raushauen. Ich lade mal eben ab, dann machen wir mal irgendeine Verlosung, ne? Super Ingo, feiner Ingo. Schreiben die Leute, ich lese vor. Ja, schmeißt einen Drops her. Freundliche Begrüßung hier am Sand. Ja, oder? Funktioniert. Kennt der Grizzly ja noch, das war, boah, das war vor meiner Zeit, da habe ich auch gar nicht gestreamt. Da habe ich selber den Amazon-Server noch getüdelt. Scheiße, das ist lange her. Naja, wenn man bedenkt, guck mal, du bist ja ein Nikolaus-Geschenk und da wirst du ja auch schon 40. Was ist das denn für ein Hügel hier immer? Ich ignoriere das einfach mal, was du gesagt hast. Komm, bitte, Bau, ein Hundekuchen für Nachschluss. Das ist so schön, Ingo zu ärgern. Ach, hab ich hier was auszuhalten? Ja, bist du ein Feiner. Ja, so ein Feiner. Ja, soll ich jetzt aufstehen und wedeln, oder was? Ja, machst du doch die ganze Zeit. Wow. Jo, wir kennen uns schon lange, Nachschluss. Das ist so. Holla, wie weit fehlen. Bautz, hallo. Boy, alles Gute dir auch noch zum Geburtstag. Nachträglich. Nachträglich. Das ist auch noch. Ja, nö. Nee. Der hatte gestern Geburtstag, könnt ihr den mal Stern um die Ohren hauen, den Bautz. Das mit dem Aushalten, da könnte man jetzt diskutieren. Früher war das schlechtere. Ja. Ach so. Das mit dem Aushalten. Warte mal, ein Wurstkorn. Das ist das richtige Wort deshalb. Schreibkrissel hier. Das mit dem Aushalten, da könnte man jetzt Diskussionen führen, wer das Schlechtere los hat. Wow. Danke fürs Ding, danke für die Witz. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann wollen wir mal gucken. Da weiter weg. GmbH, GmbH, hallo. Moin, sei gegrüßt. So, dann wollen wir mal gucken. Dann machen wir mal die Dopstadt hier, Ballenauflöser. Haben wir jetzt raus. Und das Gewicht ist damit bei. Machen wir die beiden Sachen jetzt einfach, ne? Ja. Ingo, 39 Jahre, schleift auf dem Hof. Schleicht auf dem Hof, nur um zu bummeln.
Ja, ich bin zwar 39, ich sehe aber aus wie 19. Maximal. Wusstet ihr, dass er ab Nikolaustag 40 wird? Am Nikolaustag? Das muss man nicht immer und immer wieder betonen, weißt du? Tut mir leid, am Nikolaustag. Das soll ich nicht betonen? Oder was soll ich nicht betonen? Coffee. Oder ist es okay, dass du am Nikolaustag Geburtstag hast? Dann ist der ja bald ein alter Sack, so wie ich es bin. Oh, das kann sein, Kings. Wann, Coffee? Ach, am Nikolaustag. Wow. Ist ja nicht putzig, so, wie er sich ärgert. Pass auf. Nee, Kornstück. Hier, warte, da hab ich eben. Jetzt ist er verwirrt. Wir haben es geschafft. Hat er zwei hingemacht. Scheiße! Alice Marschierer, hallo? Boy. Lol, nix 19. Mit deinem Aussehen müsste man dich mumifizieren. Was? Der ist auch fertig, der Typ, Mann. Verkackte Kröte. Los, leck in die Warzen. So, pass auf. Jetzt, wie gesagt, die Kiste und dann den Ballauflöser, wenn ihr die noch braucht. Dann jetzt Ausrufezeichen gewinnen in den Chat, dann habt ihr da mal Chance drauf. Win. Zum Mitnehmen. So, jetzt müssen wir bei Kicken. Kick mal und ich bin sofort wieder da. Ja, Bock hat mal. Oh, hier müssen wir gepflügt werden, beide. Da wird sie sich ja freuen. Oh, da kann sie ja, wenn sie will. Dann fahre ich nochmal eben schnell eine Runde Gülle rüber. Kann sie dann nämlich pflügen. Und wir machen die wichtigen Sachen. Hier, Coffee Monster. Also der Trecker. Ich meine den Trecker. Bevor da wieder Gerüchte kommen. So, ich habe ja gehört, dass der hier auch bald fertig ist, ne? Nur mal so. Das ist eine neue Version, deswegen habe ich jetzt die Frontladervorrichtung dran. Die wollte ich gar nicht. Egal, lassen wir es so. Wow. Moin, Sascha. Schön, so nach. So, smieren wir den Scheiß hier eben rauf. Ich glaube, ich habe ihren Flug wieder verkauft. Das wird wieder Ärger. Scheiße. Oh Mann. Ja, geil, ne? Das ist doch so richtig einer zum Schleudern. Schleudermax. Herzliches Boy. Wie gesagt, der kommt jetzt, ich glaube, relativ fix raus. Sehr geehrte Damen und Herren, nun sehen Sie, wie Nastus 1 mit Gülle rumspielt. Hab ich mich verjagt. Ich weiß. Die Wildbachtal ist auch so kurz davor. Aber wir wechseln uns nochmal ab zu deiner Info. Wir wechseln, wir spielen nochmal, gestern haben wir Wildbachtal gespielt. Heute wieder diese, diese Oldfarben mit anderen Texturen. Das, wir switchen immer so ein bisschen hin und her jetzt. Aber die Wildbachtal ist auch... What? Nee, immer dazwischen. Danke oben. Danke Auto. Ich gülle hier einen hin, damit du viel flügen kannst. Wie, Nastus schleudert? Also die Gülle? Ja.
Ausrufezeichen jagt dahinter euren Einsatz. Danach, wenn ihr mitgemacht habt, werde ich den Gewinner ziehen für dieses wunderschöne Kistchen und das andere Ding. Beide auflösen. Zieh aber ruhig mehr, ne? Ich zieh mehr. Desto mehr mitmachen, desto mehr kann ich auch ziehen. Abfeger? Nein. Ralf, hallo. Moin. Ich bin ja so stolz auf euch. Aktuell gibt es die Kiste und den Ballauflöser. So, ich zieh da mal. Jawohl. Ich kann den Stream förmlich riechen. Wie kann man mitmachen? Wenn das Gewinnspiel läuft, Ausrufezeichen Win mitmachen. Einfach nur Ausrufezeichen Win in den Chat schreiben, das war's. Und Follower musst du sein. Aber Bewohner, hallo. Moin. Nee, das Gewinnspiel ist ja schon vorbei. Danny 0511TH, du hast gewonnen, bitte melde dich mit. Sieh doch mal, die Kombi ist da. Ja, wirklich ist die Kombi. Nee, der Gewinn ist mit. Oh ja, sieh doch mal, die Kombi ist da. Ja, die Kombi ist wirklich da. Benny Gott. Danke für den Erfolg. Moin. Dass wir noch einmal holen, wird Snacks. Genau, also vor allen Dingen Gewinnspiel vorbei. Hier das läuft auch noch bis heute Abend, ne? Danach machen wir auch ein neues. Also wer da noch nicht dran teilgenommen hat, 25 Euro Amazon-Gutschein könnt ihr da auch noch abgreifen. Brauch ich nur ein bisschen Glück. Tim 052303, du hast gewonnen, bitte, nächsten Chat. Der kann gewinnen. Und gewonnen hat Jupp 162. Du hast gewonnen, bitte melde dich im Chat. Bei der Anzeige ist ja so ein kleiner Gülletropfen zu sehen, wa? Da müsste eigentlich ein kleiner Kackihaufen zu sehen sein mit so einem Smiley drin, der so lächelt. Da sieht man das mal wenigstens gut mit der Gülle, ne? Das ist echt gut. Ist das nicht immer so ein Geheimnis, wo schon was liegt und wo nicht? Und Marlin schreibt übrigens, und GZ zu den 2000k Aufrufen. 200.000 Aufrufe hat der Kanal jetzt erreicht, ja. Das ist krass. Genau. Danke. Mega, ey. Wahnsinn. Wie das gewachsen ist alles. Lava Klinge, die auch danke voll kommen. Wahnsinn. Und das trotz der ganzen Bubbelei. Was hat das Güllefass für Konfigurationen? Das weiß ich gar nicht. Gabu, danke dir. Einfach. Hallo.
Moin. Hat, glaube ich, gar keine großen Konfigurationen, ne? Das passte nur einfach zu den kleinen Maps, die wir gerade spielen. Ich denke, hat uns das einer gegeben und gesagt, hier, guck mal, ob das was ist. Cool, Scare. Auch hier, danke, Herr Mollo. Das ist Oldstream mit anderer Optik. Genau. Wer die Oldstream aktuell aus dem Mod-Hub runterlädt und Bock hat auch auf diese Texturen, wie wir sie haben, das hat der Tommy Truthahn gemocht und hat gesagt, wenn ihr das auch so spielen wollt, gar kein Problem. Map entpacken. Bei uns auf dem Discord den neuen Texturordner runterladen. Findet ihr unter Mod-Empfehlung. Und dann schön verpacken und fertig. Rüd, moin. Hallöchen. Schön ein lang günidieren. Kann mal jemand bitte testen, ob Ausrufezeichen Witz geht? Das ist ja wohl ein Witz. Toll, warum geht das nicht? Keine Ahnung. Über was wird das ausgelöst? Ach, über den Anker, ne? Also ach doch, da, es dauert nur. Ah, okay. Heute war ich echt sauer auf mein Navi. Hab es denn angeschrien, es soll zur Hölle fahren. Tja, Thomas war sich und Peter stand vor dem Haus meiner Schwiegermutter. Der Jüngling zu seinem Vater. Du, Papa. Soll ich dir von meiner ersten Fahrt mit deinem Auto erzählen? Oder willst du es morgen in der Zeitung lesen? Ja, wir hauen noch was raus. Keine Angst, da ist der Packer auch bei. Genieße die letzten 37 Tage vorm Rollator. Wie 37 Tage? Ist jetzt schon Weihnachten oder was? Kann ich auf dem Discord-Server meinen Nick ändern? Ja. Rechte Maustaste auf den Namen. Name ändern. Und fertig. Auf der rechten Seite findest du den Namen auch gewöhnlich. Online gestellt ist. Danke dir für den Follow. Neue der Verlosen, also die letzten neuen sind der 450B Turbo in der neuen Version, dann der Meisterwagen, danke dir für den Follow. Dann der Packer mit Gewicht. Ballenauflöser hatten wir ja schon. Ah ja, und die Kiste, ne? Die Werkzeugkiste. Die immer so viele haben wollen. Gerne. Oh. Hast du schon wieder den lauten? Ja klar, damit du mich hörst, damit du das vermeiden kannst. Kann ich dafür, wenn du meins immer verschenkst und verkaufst und so. Steht doch direkt an der BGA. Fährst du gleich dran vorbei an deinem? Ja, jetzt ist sicher ein Debian. So. Wenn wir Glück haben, kommt vielleicht noch der 900er Fan dazu.
dass wir euch nicht weitergeben können. Aber dann warten wir mal ab. Den RB-Truck, den wollten wir, aber da haben wir keine Rechte für gekriegt, weil die ja vorher an jemand anders gegangen sind, der, glaube ich, nichts mehr macht jetzt. Aber er ist im Prinzip fertig. Der hat ja die Reifenkonfiguration, die Möglichkeit, den Biturbo ranzusetzen, Türen, Dach und das alles geht auf und. Also er wäre im Prinzip fertig, aber dürfen wir leider nicht. Schade. Aber gefragt hatten wir da. Der ERC muss vor dem fast schwarz fallen. Ja, da müssen wir auch in 70er zurück, denn. Jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt, dass das nicht mehr da ist, ne? Was aber schade ist, wenn du so Sachen hattest, auch wie das Reifenluftdrucksystem und so, ne? Da kommt ein neuer Teil, wo man ja eigentlich immer so, jetzt sag ich mal, rein weg vom Spieler davon ausgeht, dass es das alles irgendwie, ja, besser ist, ne? Und alles so übernommen werden kann. Edge, und dann fehlen auch mal so viele Sachen dann halt, ne? Das haben sie jetzt ja schon alles ganz gut im Griff, aber. Wenn man das nochmal mit dem 17er zurück vergleicht, scheint das ja alles etwas einfacher gewesen zu sein. Oder aber einfach das Interesse ist nicht mehr da, das umzusetzen. Das kann natürlich auch sein, ne? So kein Bock, nix. So, holen wir noch einmal neu und sind fertig. Ja, den kennt ihr ja auch schon lange von mir, den IAC, ne? Den haben wir ja schon relativ früh gekriegt von den Trukan. Umso geiler, wenn ihr den dann auch haben könnt, ne? Weil der nicht fertig ist. Der macht wirklich richtig Spaß. Da werden wir auch wieder ein lustiges Video zu machen. Was jetzt denn? Nicht, du sollst davon nicht wissen, es ist eine Sache zwischen mir und der Community. Wow. Oh Gott, wie Alter. Was denn? So, machen wir Gülle noch eben drauf und dann hauen wir nochmal was raus. Männer können alles essen, aber nicht alles essen. Genau. Sehr gut. Perfekt. Besonders gefällt mir die Antwort 4. Nur ein Tattoo haben geschrieben. Giggings mag die Antwort 4 auch am liebsten. Das war aber bald ein Kochstrieb oder was? Oh, guck mal, Calimero mag die 4 auch.
Jetzt drücken sie alle wahrscheinlich diese eine Antwort. Ich bin auch für die 4. Klapperhaus. Weißt du, worum geht's? Hatte kurz tot aus. Klick da drauf. Komm, Ritter. Dick, dick, dick. Das Geilste an dieser. Das, ich sag, das Geilste an dieser Kombi ist ja, dass sie mindestens alle genauso bekloppt sind wie einer selbst, ne? Verstehe ich nicht. Mal Markus möchte die 1. Also ja. Es sieht dir gut. So kann man ihn triggern. Schweig, danke für den Follow. Einfach Phil möchte auch die 4. Ja. Was, Bruno 4 steckt 25 Euro im Topf, weil es hier toll ist. Wow. Danke, vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke für die Unterstützung. Aschi, Kama, hallo. Danke für den Follow. Kama, hi, sei gegrüßt. Ja, das können wir gleich wieder reinvestieren. Vielen, vielen Dank, Dulu. Dann machen wir dann, denk an das Gewinnspiel. Wenn das durch ist, machen wir dann auch gleich ein neues wieder. Kann ich das Dinner auch ohne Ingo haben? Abend, danke für den Follow. Wow. Und Dani verschenkt einmal wieder ein Abo. Und damit das 242. verschenkte Abo auf den Kanal. Krass. Und das hat Karma. Danke dir. Vielen Dank wieder. Ich stehe dir an die Birne und Banane noch da hinzu. Danke, Dani wieder. Ein kleiner Kuchen wäre schön. Eins, weil Dinner mit Bobby gibt's ja nicht. Chaos, hallöchen. Senke, hallo. Moin. Oh, Alter, Tor, was machst du denn? Boah, der haut 1500 Blitze erstmal rein, ey. Alter Schwede, ey. Seht ihr, das ist der Grund, warum wir diese Verlosungen machen, auch mit den, auf Gitter, mit den 25-Euro-Gutscheinen etc. und so, ne? Da gucken wir mal, was kommt, weil, dass wir das irgendwie auch zurückgeben können. Krass, danke. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. So, dann komm, dann hauen wir mal was raus. Wir machen mal diese ganzen Mods da für eine Stunde. Da ist bei der 8er Johnny mit dem Metallic Lack und dem Gewicht dazu und den anderen Sound. Der große Eicher ist da mit bei. Jetzt muss ich mich konzentrieren, was war da noch mit bei? Der umgebaute hier Steyr Mark 50 und so weiter in der ganzen Konfiguration, der hier. Denn der 1455 B-Turbo, das Gewicht auf Palette und die Saat-Kombi sind damit bei jetzt. Das sieht einfach aus. Zack. Und wenn jetzt Ausrufezeichen win, wenn ich da noch was empfehlen sollte. Blechbüchse, danke für dein Follow. Achso, und der Packer, der ist auch mit bei. Den packen wir da auch mit bei. Mal gucken. Packer, Packer, Packer. Das ist der hier. Geht's mit Gewicht, ne? Den hauen wir da auch einfach mit rein. So. Ich mal abladen. Mal gucken. Dort.
Big B, hallo. Moin. Ich wollte mal irgendwas testen. Dann fahren wir mal eben schnell hin. Achtung, Achtung, Leute. Irgendwie möchte was testen. Bitte konzentriert euch genau auf den Chat. Was wird passieren? Wird er was platzieren und vergessen, wo es ist? Oder wird er es richtig machen? Ah, hallo. Das hat dir der Teufel gesagt. Ich vergesse nie irgendwas, wo was platziert ist. Na gut, außer gestern auf dem Portal vielleicht. Was gibt's zu gewinnen? Ware weg. Das große, also der... Oh. Also jetzt zu gewinnen gibt's den John Deere, den 8R wieder mit der Metallic-Lackierung. Dann den großen Eicher. Dann den Steiermark 50 etc. Den 1455 Biturbo, das Gewicht auf Palette, die Saatkombi und den Frontpacker mit Gewicht. Das Pack müssen wir unbedingt ändern, das wird zu lang. Levi Wu, danke für dein Follow-up. Boy, boy. Achtung, Clip bereit machen. Was denn? Da passiert nichts. Völlig unspektakulär, aber ich nehme jetzt mal die BGA in Betrieb, die neue. Der wird doch aus dem Wildbachtal liefern lassen. Mal gucken, ob die funktioniert. Stecken wir mal eben zwei kleine Drops rein. Bigby, du hast gewonnen. Bitte melde dich im Chat und schreibe, was du gewonnen hast. Yes! Sorry, hatte nicht ganz alles mitbekommen. Was gibt's? Ja, kam ja wirklich später nachts. Also, den 8er John Deere, den großen Eicher, den Mark 50 Steyr Case, den 1455 Biturbo in der neuen Version, ein Gewicht, was auf Palette steht, die Saatkombi Fronttank mit oder aber jetzt neu der Packer mit Gewicht. Blue, hallo. Boy. Skillray, du hast gewonnen. Von dem Fendt und dem IRC gibt es da was Neues? Ja, der IRC ist jetzt kurz vorm Schlüpfen. Da werden wir dann vorher noch ein Video zu machen. Das heißt, das werdet ihr dann eh sehen auf dem YouTube-Kanal. Oder auch bei uns im Discord und Co. Und dann werden wir da auch sagen, wann er dann rauskommt. Voraussichtlich. Den Frontpacker bitte. Danke. Werden die Ballen da runtergeschmissen? Was ist das für ein Scheiß? Könntest du mal kurz die Map öffnen? Würde gerne mal sehen, wie die Map jetzt aussieht. Ich glaube, die hat sich nicht verändert, oder?
Wie gesagt, wer die in den Texturen spielen will, wie wir das auch haben, das ist in Discord unter Mod-Empfehlung. Könnt ihr euch die Texturen runterladen und einfach austauschen. The Big Boss. Nico. Ich würde ja gern bei uns, aber ich kann nicht. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Kannst du trotzdem noch mal was sagen zu den ganzen Mods, bitte? Ja, ist wie immer. Ne? Spielt damit, habt damit Spaß. Macht da Bilder mit, streamt da von mir aus mit. Gebt's euren besten Kumpels. Aber nicht verkaufen, nicht tauschen. Nicht auf irgendwelchen öffentlichen Servern hochladen. Habt in der Regel ganz gut. Einfach bei euch lassen und Spaß haben. Gibt's einen erneuten Facelift von Twitch? Wieder kein Host-Button? Wie? Gab's einen Host-Button? Ich habe immer. Gibt's ja schon lang. Ja. Oh ja, das ist wieder alles neu, ja. Danke für den Host. Boi. Huch, da falle ich doch gleich den Ball. Was ist das für ein Scheiß? Was ich brauche? Ingos Mod-Ordner. Ohne Witz, der ist richtig gut. Frühstück. Ihr seid ja gleich mal so gierig. Mir würde die Leppi-Kiste schon reichen. Mal anschalten hier, ne? Was ist da so viel drin? Stroh oder was? Kommt der Johnny eigentlich online? Nee, da gehe ich mal nicht von aus. Aber wer weiß das schon.
Bei uns geht's heute weiter in Borderlands. Wuhu! Schön ein Wegballern. So früh ist das. Aber dann hallo. Moin, Chris, sag ich es. Markus, hallo. Moin. Nee, manche Sachen möchte ich gar nicht in die Verlosung haben. Also, wir haben teilweise schon, genau, die Oldenfahnder schon schreibt, wir haben teilweise, haben wir so Sachen auch angeboten bekommen, aber ich lehne manche Sachen auch einfach ab für die Verlosung, wenn du vorher schon weißt, dass es Ärger ist, ne? Manche sind da sehr extrem mit ihren, ich sag mal, Umbauten. Deswegen, bei manchen Sachen macht es einfach keinen Sinn. Das ist dann leider der den Stress nicht wert. Weil manche, ihr wisst das, hatten wir letztens ja auch erst wieder, manche sind halt einfach auf Stress aus. Und da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich denke, da haben wir genug andere Sachen, die da gut sind. Ne? Immer schade um solche Sachen denn, ne? Huch, ich gibt da. Guck mal, da Kinder da hinten. Natürlich jetzt halt mal zur falschen Seite, fehlt da einer rüber. Nicht so schlimm. Oh, scheiße! Ach, Kacke! Ja, stimmt, ich hätte ins Spiegel gucken sollen, ne? Spiegel, ja, Spiegel, Spiegel, was habt ihr mit Spiegel? Wollt ihr auch einen? Waldwerker, moin. Aber, hallo. Was isst du denn? Nee, gar nichts. Du erzähl doch nicht. Machen wir noch eine Mischung fertig, aber. Ja. Lenk mal nach links ein und zeig den Trecker mal von vorne, bitte. Dave, warum? Sollst du so tun? Oh, muss ich jetzt die Forke wiederholen? Mitmachen dürftest du, aber laufen tut gerade nichts. Schlicht und verfrickelt optisch schön gemacht, der Insel. Schreibt Sascha. Ja. Ja, wir haben da auch noch die. Ich glaube, die Nummergröße haben wir auch noch. Von die beide hier. Ja, hier. Den haben wir auch. Tschüssi, Jahua. Oh Gott. Danke fürs Reingucken. Nee, das ist Paletten. Da wollen wir nicht. Und auch hier, ich euch nur mal zeigen. Die Texturen sind ja anders, wie gesagt, die könnt ihr haben. Und das Regal, was wir da, was der Sascha uns gegeben hat, im Wildbachtal, habe ich hier auch hingestellt. Passt auch super.
Komm, Maras, Hallöchen. Entschuldigung, Hallöchen. Moin. Ja, komm, ihr müsst sagen, die meisten Sachen aber, die wir hier haben und zeigen, die kommen entweder eh bald für alle raus. Oder aber die ein paar gehen mit in der Verlosung über, so wie mit den Werkzeugkisten und sowas, ne? Es sind wirklich wenig Sachen, wo man von vornherein sagt, die kommen echt gar nicht, ne? Was ist in deiner Version? Hast du da auch einen Fehler in der Lok? Was? Diesel-Lok? Tschu-tschu. Also wenn da ein Fehler drin ist, beeinflusst er mein Spiel nicht. Weiß ich nicht, ich gucke nie in die Lok. Bei mir ist das ganz einfach bei mir. Es gibt ja nur zwei Sachen. A, es läuft. Oder B, es läuft nicht. Alles, was dazwischen ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich wüsste gar nicht, ob ich es erkennen würde, wenn ich da reingucke. Es macht das, was ich soll. Ich kann Sachen drin stapeln. Ja, lass ihn noch ein bisschen schütteln, Bauhaus. Ja, okay, ist ein Argument. Ja, guck mal, ich als der, gar nichts damit zu tun hat. Was interessiert mich das, ob da Fehler in den Loks sind oder nicht? Wenn das läuft, dann läuft das. Und wenn das nicht läuft, dann nehme ich meistens den Mod wieder raus. Und dann läuft das wieder. Ich kann dir auch sonst die Lok schicken, wenn du willst. Wenn dir das weiterhilft. Aber ich habe da persönlich leider, sorry, keine Ahnung. Ich kann nur PC anmachen und ausmachen. Dazwischen darf nichts passieren. Dann habe ich Aschkarte. Muss ja auch reichen, oder? Muss ja auch welche geben, die das können. Und du kannst Cola über deine Tastatur kippen. Ja, das kann ich auch. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Ist so, Kava. Ist so. Genau so ist das. Wie, ich kann was? Glaube ich nicht. Hallo, ich. Ich glaube aber ganz fest dran. Halt die Fresse, Ingo! Ja, ja, halt die Fresse. Ich schütte diesmal auch auf der richtigen Seite aus, okay? Bam, 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 bam. Wow, was ist jetzt los? Alles kaputt? Was sagt ihr für ein. Also, kommt der Sven dazwischen. Sven, boy! Danke für den Resub, gar nichts TV in 5. Monat! Kriegst du Sterne an die Birne und von Bananen? Danke dir und moin! Du, ich hab ja hier Dixon gespielt, Dirt Rally, ne? Mit dem Lenkrad. Alter Schwede, hat das Force Feedback. Also ich habe den Straßenbelag, das merkst du ja, wenn das wechselt, ist ja richtig. Aber ich habe dann eine gut zugegeben 90 Grad Kurve nicht ganz so mit der Geschwindigkeit genommen, wie man sie hätte nehmen müssen. Kann ja mal passieren. Und dann bin ich eingeschlagen. Alter, ich dachte, dass das Ding, das zieht so rüber, das hätte mich fast über den Tisch gedreht. Ja, man geht ein Lüfter an da drin, ey. Ja, heftig, also schon krass. Mega! Du, Sven? Lauf! Sven? Ich muss kurz auf Reaktion warten. Du, ich hätte auch so ein paar Sachen, die ich gerne haben möchte. Könntest du die auch eventuell streicheln, dass Ingo das sieht? What?
Ja, so oft, wie er das Lenkrad gestreichelt hat, um dich damit anzumachen, damit du so holst. Da habe ich von Sven, er macht auch immer so, hier riecht ihr das? Das riecht nach Leder. Die pure Erotik hier. Da muss man dran riechen, das ist so. Was für ein Trick? Puh, wenn es Jungfrau bleibt, klar. Was hast du für ein Lenkrad, Inge? Eins von Fnatic. Ich wollte das gar nicht haben. Da habe ich bei dem Canix TV mal einen Stream reingeguckt. Da denke ich immer, warum guckt der denn immer so erotisch? Ja, das war schon ein halber Stream. Ja. Da habe ich gedacht, das stimmt doch was mit dem nicht. Und dann hat er auch angefangen mit hier. Das fühlt sich so gut an. Es riecht so gut. Brumm, brumm. Dieses erotische Brumm immer dazu. Und dann guckst du ein paar Wochen nicht rein, so nach dem Motto, und kommst wieder und zack, und dann riecht er immer noch da dran und guckt so. Da hab ich gesagt, Moment, da muss irgendwas kann gut sein. Ja, Markus, ist ganz anders. Ist wirklich geil. Hat er nicht untertrieben, ist wirklich mega. Aber hat er schon recht. Das ist nochmal echt ein Unterschied, ne? Soll man nicht glauben, aber. Das ist schon echt mega. Jetzt weiß ich auch, warum Inge immer so Hunger auf Schnitzel hat bei dem Schweinelederlenkrad. Schweineleder vor allem. Schweineleder, sagt er. Ja, so nicht schlecht. Also hier muss der Sound auf jeden Fall lauter bei den MB-Tagen leiser merken. Teewanze, Rindedöner, viel Spaß. Ja, mach gut, ne? Danke für Frinkigen wieder. Hauptsache, du bist zufrieden. Schlimm wäre für mich gewesen, dass du das scheiße findest. Ne, ich habe da ja nun auch lange hin und her überlegt. Deswegen habe ich ja auch so viel gefragt. Und habe mir da ja nun auch wirklich das 2 Monate durch den Kopf gehen lassen. Aber es ist schon. Also, wenn man dann erstmal selber merkt, was das doch nochmal für ein Unterschied ist. Und das, was ich hatte, war ja nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Aber das ist trotzdem nochmal einfach die Schippe drauf, ne? Vor allem saß er, als er es ausgepackt hat, ja, heute, saß er da, packte es aus, schloss es an, steckte alles ganz geschmeidig an den PC an. Und dann setzte er sich auf seinen Stuhl, schaute das Lenkrad an und sagte, oh, mein Lenkrad, mein Lenkrad, überzogen mit sanftem Leder, lass dich spüren, lass dich riechen. Lass uns jetzt FIFA fahren! Ach nein, hey, Snowy Boy, da? Hallo. Alles gut bei dir? The Ghost, hallo. Moin, The Ghost, sei gewiss. Soweit, yo, das ist schon mal gut. Dann ist noch Rettung. Ja, ich hab noch ein bisschen Nase dicht und so. Hat ja eine schöne Erkältung. Aber im Groben und Ganzen ist es in Ordnung. Man muss aber mal gucken, wo das dann alles nachlässt, wie er so ein bisschen. Aber geht schon. Ist so, Sven, ist so. Du weißt das ja selber, wie das ist. Lenkasmus also. Kannst du nichts machen, ist so. Hey, Wute, los. Man wollte los und dann die Lenkrad-Story. Ja, das ist auch Marmeladen-Koffee, nicht? Also so Geschichten kann sie.
Conny, Bibi. Die Wanze, jetzt aber Ringbühne. Tüblü. Wenn Kanix TV den Link raussuchen möchte, braucht er kurz Permit und dann könnt ihr erst in den Chat rein. Macht ihr sowas beruflich? Nö. Geschichten vorlesen? Kann man das beruflich machen? Ja, du könntest das, ich nicht. Nee. Oh ja, das ist... Du hast Schnupfen. Das ist einfach ein erotisches Lenken. Das muss man einfach fühlen. Also Kindergeschichten wären voll gut für dich. Für Ingo? Ja, Koffi sollte was mit ihrer Stimme machen. Synchronisiert und so was alles. Klasse 9. Was, Moinsen? Und danke für deinen Resub im zweiten Monat. Da kriegst du Sterne an die Birne. Und Bananen. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Moin. Das Ding ist ja, es gibt ja so gut wie keine lizenzfreien Geschichten. Du musst deine eigene schreiben. Ich habe keine Zeit zum Schreiben. Ich liebe deinen Kanal. Warum, was hier alles so langsam abläuft? Zum Ausdenken und alles, es fehlt einfach die Zeit. Weil ich bin ja auch voll berufstätig, klar, es machen andere auch, aber dann mache ich halt dann in meiner Freizeit lieber zocken. Zocken? Zocken. So. Day. Day. Ja, ja, day. Oh, das muss noch schön geflüchtet werden. Ah, so nennt man... So nennt sich das erotisch heute. Zocken. Zocken. Kalix TV, René Döner. Tschüss. Ja, danke fürs Reingucken wieder, ne? Zurückkick. So. Warmonger schreibt. Ja, mach einfach. Moin nochmal. Meine Frage ging gerade im Minigame-Spam unter. Wie groß sind die Felder im Durchschnitt auf dieser Map? Ich zeig dir einfach mal. Das ist mehr so, denke ich, für kleine und mittlere Maschinen gedacht, ne? Was hier zwar, könnte man auch große draus machen halt, aber der so, klein bis mittel, ne? Das ist ja die zwei machen. Wenn man die mal guckt, oder 4. Also für unser Spiel, ne? Gerne. Also jetzt, wer die Map so haben möchte, die ist ja im Mod-Hub drin. Und wer die dann mit den Texturen hier haben will, von den Truthahn, kann sich die da einfach bei uns in Discord unter Mod-Empfehlungen runterladen oder natürlich die anderen Sachen auch. Oh, Mensch, bevor ich das vergesse, ich hole mal diese Geschenke von euch raus. Die haben ja schon wieder 80 Stück reingedonnert. Danke, vielen Dank. Vielleicht könnt ihr ja der eine oder andere mit anfangen. Pass mal auf. Wir schütten das mal auf. Die Wildbach ist noch nicht draußen, nein. Aber dauert auch nicht mehr lange. Ja, wir wechseln uns jetzt immer ab. Wir spielen immer diese. Gestern haben wir die Wildbach gespielt. Nächstes Mal spielen wir die Wildbach dann wieder.
So, da bitte habt ihr. Und was hat er, ja, was er erzählt? Trotzdem, die Wildpartei ist jetzt eher eine, war ja in 17ern so auch schon so, das ist eine Map, wo wir immer wieder drauf spielen werden halt, ne? Das ist halt, klar braucht man abwechseln, aber irgendwann, wenn du dann so überlebst und richtig Bock hast, dann so, wupp, ah, komm. Das ist so eine Map, die geht immer. Ecki, Mahlzeit. Ach so, scheiße, jetzt kann ich ja wieder vorne und hinten nicht runterlassen, beides. Aber schon gehört, die Jungs haben das schon gefunden. Geht das schon gut oder nicht? Zack. Was ich sehe, was auch kommt, ist, dass ihr in Spiele vielleicht bald mit eingreifen könnt. Das haben die ja so auf den anderen Plattformen. Das soll hier so mit so einem Addon auch kommen, ne? Dann könnt ihr zum Beispiel, was weiß ich, ey. Die Spiele, die das unterstützen, dann irgendwelche Gegner spawnen von den Kanalpunkten oder so, dann halt, ne? Muss mal gucken, wie die das umsetzen. Fand ich eigentlich ganz interessant. Genauso, denkt nochmal dann bitte an das Gewinnspiel. Das läuft dann noch. Die 25 Euro Guthaben für Amazon. Da kommt danach, wenn das ausgelaufen ist, nachher auch ein neues wieder. Ich glaube, den Link kann ich dann sogar lassen. Gönnt euch das. Vielleicht habt ihr Glück, ne? Mann! So, liebe Leute, das war's mit LS. Irgendwo geht's nächste Woche weiter. Wie immer, behalte Discord und Insta im Auge. Da hau ich das dann immer raus, ne? Und spätestens nächste Woche Sonntag zur gewohnten Zeit. Jetzt gehen wir rüber zu lieben Coffee TV. Danke für den Follow. Wir gehen rüber zu Coffee TV. Da spielen wir noch ein bisschen, ja, wie heißt das denn noch? Ich vergesse das Spiel immer. Da ballern wir rum und so. Der dritte Teil, vor kurzem rausgekommen. Machen wir einfach. Also, bis gleich, wir gehen rüber.